Hallo und herzlich willkommen zur kurzen Vorberichterstattung zum Zweitliga-Weltcup in der Saison 2022 hier im ProCycling Manager. Wir schauen einmal rein, was sind die Teams, wer sind die Fahrer, wer sind die Protagonisten dieses Zweitliga-Weltcups, nachdem wir die dritte Liga ja, erfolgreich abgeschlossen haben, dort also die Auf- und Absteiger feststehen. Schauen wir jetzt rein. Pardus wird auch hier wieder das Team sein, das wir nehmen. Einfach weil wir ein Thema auswählen müssen. Ne? Gibt ja keinen Zuschauermodus im ProCycling Manager. Wir werden aber wie gewohnt sehr passiv bleiben und erst gar nicht versuchen, mit den schwachen Fahrern hier aus diesem Team überhaupt einen Unterschied zu machen. Gehen wir rein, schauen wir uns die Mannschaften an. Wir haben dabei Atom General Tavira AP Maria Nova Hotel mit schicken Trikots, wie ich finde. Kapitän der Mannschaft wahrscheinlich Delio Fernandez, der 36-Jährige, oder Alejandro Marque, der 40-Jährige. Die Mannschaft schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Spezialitäten dieses Teams sind vor allen Dingen Berge und Hügel. Auch ein bisschen Sprints, aber man sieht es schon, der Leistungsabfall ist ziemlich groß. Also auch die beiden Kapitäns, Marque und Fernandez, sind jetzt nicht die allerstärksten Fahrer. Insofern wird Atom General darauf hoffen müssen, dass sie irgendwie bei Ausreißergruppen einen großen Coup schaffen. Ansonsten wird das ganz, ganz schwer mit dem Klassenerhalt. 7 Fahrer umfasst diese Mannschaft auch nur. Das ist nicht gerade viel. Das ist gerade so das Mindestmaß an Fahrern, die man haben muss. Das stimmt gar nicht, was ich da gerade sage. Vergesst den letzten Part. Aber 2 Sterne ist die Bewertung dieser Mannschaft. Dann haben wir mit dabei Beat Cycling aus den Niederlanden mit Jan-Willem van Schip als Kapitän. Dann haben sie dabei Jordi Bautz, Jöri Havik, Jens Schürmanns, Stein Dahmen, Matthijs Büchli und Sven Burger oder Burger. Ja, die Mannschaft vor allen Dingen natürlich mit Jan-Willem van Schip mit einigermaßen Chancen auf Punkten. Dann haben wir hier noch mit Jordi Bautz, naja, weiß ich nicht. Also wirklich gut sind die Fahrer jetzt auch nicht. Könnte hier und da mal einen Punkt rausspringen, aber ich sehe da jetzt keine große Qualität. Aber wir werden es sehen. Dann die Mannschaft WIV Sungod mit Matthew Bostock an der Spitze des Lineups. Der ist immer ein ziemlich ordentlicher Sprinter. Dann haben sie dabei Benjamin Perry aus Kanada, Rory Townsend unter anderem, der neue irische Meister. Also ich denke mal, da ist ein bisschen was möglich für diese Mannschaft. Mal gucken, wie sie sich schlagen werden. Das nächste portugiesische Team, Glass Drive Q8 Anicola. Das ist die ehemalige Mannschaft EFAPEL. Angeführt wird diese Mannschaft von Raphael Reis, der ein sehr guter Zeitfahrer ist. Das könnte beim Chrono de Nations wichtig werden. Mauricio Moreira, wahrscheinlich der Grund, warum diese Mannschaft überhaupt hier in der Liga ist. Letzte Saison beim Chrono de Nations wirklich richtig abgeliefert. Und die Mannschaft quasi im Alleingang in der Liga gehalten. Frederico Figueiredo ist auch diesmal wieder mit dabei. Und dann eben noch hier die restlichen Fahrer. Hector Saez komplettiert das Aufgebot. Ja, vor allen Dingen die Mannschaft, die stark in bergigen Rennen ist oder hügeligen Rennen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube schon, dass sie mit diesem Aufgebot hier einige Punkte holen können. Schauen wir mal, wie es läuft. Dann die nächste Mannschaft, Go Sport Roubaix Lille Métropole. Das ist die Mannschaft, die früher Xellis, glaube ich, hieß, ne? Und so weiter und so fort. Früher immer mit Julien Antomaki am Start gewesen, der hat seine Karriere beendet. Und jetzt der Kapitän für diese Saison oder für diesen Weltcup, Thomas Boudin. Der wurde von Total Energies verpflichtet. Außerdem mit dabei Evaldas Siškevičius aus Litauen und unter anderem Emil Vermeulen. Der hat ja letzte Saison beim Drittliga-Weltcup eine richtig, richtig gute Leistung gezeigt. Dort 2 Rennen gewonnen. Mal schauen, wie es ihm jetzt hier gehen wird in diesem Zweitliga-Weltcup. Als nächstes haben wir Burgos Beache, die spanische Mannschaft mit Manuel Peñalver, der ein ziemlich ordentlicher Sprinter ist. Diego Rubio ist mit dabei, gut am Hügel. Und auch José Manuel Díaz gehört zum Aufgebot, der ein wirklich starker Bergfahrer ist. Mikel Reim, der Fahrer aus Estland, guter Sprinter. Dani Navarro, der Altstar dieser Mannschaft. Und auch Angel Madrazo gehört noch zu dieser Mannschaft. Gar nicht mal schlecht. Könnte eventuell das beste Burgos Beache-Aufgebot seit sehr, sehr langer Zeit sein. Also es sieht gar nicht mal übel aus. Dann Equipo Kern Pharma, angeführt von Roger Adria, der gut am Berg und Hügel ist.
Igor Arrieta und Hector Carretero gehören außerdem zu diesem Aufgebot. Ja, vor allen Dingen eine starke Mannschaft, was Anstiege angeht. Kiko Galvan mit Sicherheit auch jemand, auf den man Acht geben muss. Also die Mannschaft ist schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das muss man ihnen einfach lassen. So, dann kommen wir zum nächsten spanischen Team. Das ist Euskaltel Euskadi. Angeführt von Antonio Jesus Soto. Guter Sprinter, gut am Hügel. Mikel Aristi gehört zum Aufgebot. Und auch Mikel Biscara, der Bergfahrer. Juan José Lobato, der ist schon etwas älter. Kennen die einen oder anderen vielleicht noch aus seiner Zeit bei Lotto NL Jumbo. Also, Euskaltel Euskadi, kann man auch gespannt sein. Ordentliche Mannschaft, wie ja fast schon traditionell, möchte ich sagen, vor allen Dingen am Berg stark. Dann haben wir die Mannschaft Human Powered Health aus den USA. Das ist die ehemalige Rally Cycling Mannschaft, so hießen die letzte Saison. Mit Kapitän Arvid De Klein, der ein ziemlich ordentlicher Sprinter ist. Könnte einer der besten Sprinter sein hier in diesem Zweitliga-Weltcup. Ansonsten Colin Joyce, Joey Roskopf, Chad Hager und auch Benjamin King, also ehemalige World Tour-Fahrer, gehören mit zu dieser Mannschaft. Schauen wir mal, wie sich das Team zeigen wird. Aber auch das Team sieht ganz ordentlich aufgestellt aus. Dann Bardiani CSF Faisané. Die haben letzte Saison den Aufstieg geschafft mit dem Drittliga-Weltcup-Sieger der letzten Saison mit Filippo Fiorelli an der Spitze. Außerdem mit dem Aufgebot Luca Covilli und Sascha Modolo. Filippo Zana, der ist ja in echt jetzt mittlerweile italienischer Meister geworden. GG dafür. Und Giovanni Visconti hat in echt seine Karriere bereits für beendet erklärt. Hier fährt er nochmal mit, weil er eben in der Saison 2022 noch zum Kader gehört hat. Ja, von daher also eine gute Sache. Dann haben wir die Mannschaft Drownhopper, Androni Ciocattoli aus Italien. 3 Sterne hat diese Mannschaft, angeführt von Natnael Tesfazion, 22 Jahre alt, aus Eritrea. Besonders gut am Berg, am Hügel und im Sprint so ein bisschen. Eduardo Sepulveda gehört zum Aufgebot und auch Eduard Grosso ist einer der Kapitäne. Also auch die Mannschaft sehr gut, mit ordentlichen Fahrern gespickt. Da kann also auch so einiges gehen. Sport Flanderen Balois aus Belgien mit Arne Marit an der Spitze. Ist auch eine ordentliche Mannschaft. Jens Reinders hat sich einige Male gezeigt im Real Life bei den Frühjahrsklassikern. Dann haben wir Caja Rural Seguros RGA. Natürlich mit einem Top-Neuzugang, der gleich ins Auge fällt. Und das ist Mikel Nieve, 37 Jahre alt. Kam aus der World Tour zu diesem Team. Guter Bergfahrer. Ja, und ich denke auch die Mannschaft hat Fahrer dabei, die durchaus Punkte holen können. Dann kommen wir zu den letzten 6 Teams mit 3 Sternen, ebenfalls Aufsteigermannschaft Eolo Cometa mit Fortunato, also Lorenzo Fortunato an der Spitze. Unter anderem Diego Rosa auch mit in diesem Aufgebot. Dann die Mannschaft B&B Hotels, zwar ohne Brian Coquart, aber trotzdem top motiviert mit Franck Bonamour an der Spitze. Cyril Barth gehört dazu, auch immer noch Pierre Rolland im Aufgebot dieser Mannschaft und auch Jonathan Iver gehört zum Aufgebot. Bingoal, Pauls, Soßen, WB haben wir mit Timothy Dupont, Stanislav Anjolkowski und hier den anderen Fahrer noch. Dann haben wir Uno X Pro Cycling mit dem Kapitän Tobias Haaland Johannessen. Guter Berg- und Hügelfahrer, echt stark, muss man sagen. Rasmus Tiller, auch sehr, sehr stark. Christopher Halvorsen ist im Sprint jemand, der richtig, richtig gut performen kann. Also auch die Mannschaft aus Norwegen ist sehr, sehr ordentlich und könnte mit um den Aufstieg fahren dieser Saison. Das gleiche gilt natürlich für Intermarché, die sind letztes Jahr abgestiegen. Jan Hirt offenbar an der Spitze dieser Mannschaft. Alexander Christoph. Also die haben richtig, richtig gute Fahrer dabei. Domenico Pozzovivo, Biniam Girmay, der Star des Frühjahrs sozusagen. Ja, und dann die Astana-Kasachstan-Mannschaft mit Miguel Ángel López an der Spitze. Außerdem Vincenzo Nibali dabei, Gianni Moscon, Alexei Lutsenko, David de la Cruz, Jordan Broski und Fabio Felline. Die Mannschaft auch abgestiegen letzte Saison und natürlich jetzt wieder die Top Favoritenmannschaft auf den Aufstieg in diesem Jahr. Zumindest mit so einem Kader kann man davon ausgehen, dass sie da ein Wörtchen mitreden können.
Ist ein spannender Weltcup, der uns da bevorsteht, glaube ich, mit Intermarché, mit Astana und dann halt noch mit ganz, ganz vielen starken Mannschaften dazwischen. Also das kann sehr, sehr interessant werden. Für die schwachen Mannschaften wird es umso schwerer, an Punkte zu kommen. Also Atom General, Beat Cycling und Co. Die werden eine ganz schön große Challenge haben, überhaupt an Punkte zu kommen bei diesen starken Mannschaften und Fahrern, die da mit dabei sind. Na ja. Aber hey, das ist der Weltcup. Ich bin gespannt, wie der Zweitliga-Weltcup laufen wird und sage dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim ersten Rennen wieder. Geht natürlich wie gewohnt mit Rund um Köln los. Und ja, bis dahin. Macht's gut und ciao, sagt euer Fritte.